Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Excitebike, eins meiner Lieblingsspiele am NES. Ich freue mich sehr, das heute mit euch teilen zu können. Ja, einmal ein Spiel, das ich kenne und das ein Spiel, das ich auch selbst besitze im Original. Und hier haben wir das Cover, klassisch. Und hier steht dann noch Programmable Series. Also hier kann man Content selbst erschaffen. Ja, Level-Editoren waren damals noch was ganz, ganz Besonderes. Und das hat eben dieses Spiel. Gut, schauen wir gleich mal rein. Szenenwechsel, erst zocken. So. Excitebike. So, Start, geht schon los. Lautstärke ein bisschen runterdrehen auch. Sonst sprengt es mir hier die Kopfhörer von den Ohren. So. Ja, einfaches Gameplay. AS Gas geben, B ist Super Gas geben. Und dann kann man nach hinten noch so ein bisschen nach hinten gehen, dass man noch schneller wird. Und hier super springen. Je besser man landet, umso weniger Geschwindigkeit verliert man. Und diese super Speed-Pfeile da, die bringen weniger Temperatur. Und hat man zu viel Temperatur, überhitzt man und muss stehen bleiben. Also immer schön cool bleiben bei diesem Spiel, sozusagen. Uah. Sehr gut. Ah, jetzt bin ich schon fast zu heiß. Muss ich aufpassen ein bisschen. Uah. Und da schaffe ich es drüber. Ja, der Sound ist eigentlich ziemlich grottig bei den Game. Aber es stört eigentlich nicht. Also mich stört es nicht. Normalerweise würde ich den jetzt bekritteln gleich bei jedem anderen Spiel, aber ich bin bei dem Spiel einfach nicht mehr neutral. Ich habe das so viel gespielt. Obwohl ich, wie ich klein war, also wie ich den NES bekommen habe, damals hatte ich das nicht. Ich habe das erst viel, viel später mal gekauft. Erster Platz! Yes! Nichts verlernt. Aber ich würde jetzt gerne noch den anderen Modus, den Mitgegner machen eigentlich. Moment, ich mache dann mal einen schnellen Reset. Exit Break, Leute, das ist es. Ich weiß nicht, warum es mich so fasziniert, aber es ist einfach ein verdammt gutes Game. Ah, Start habe ich ein bisschen verpennt. Es gab ja, dann ein super Remake von diesem Spiel für die Wii. Ja, für die Wii, glaube ich. Habe ich auch gern gespielt, das Remake. Ah, ja, ja, ja. Also schnell A und B drücken. Schnell A, B. Gib Gas, Junge, gib Gas. Farm dein Leben. Wo war ich? Ja. Gab es ein Remake. Ah, Gott. Nein. Ja, Remake war auch super. Auch das Remake habe ich extrem gefeiert. Nur, ich fand es immer schade, dass man es nicht zu zweit spielen kann. Das stört hier definitiv. Das hätte man meiner Meinung nach... Ich weiß nicht, warum man es nicht eingebaut hat. War es technisch nicht möglich? Ich glaube eigentlich, dass es irgendwie möglich gewesen wäre, aber vielleicht mit zu großen Abstrichen, könnte ich mir vorstellen. Ah, ja. Na, ich sitze im Einspielermodus, bin ich besser. Das war jetzt wirklich, wirklich nix. Ich muss erst ein bisschen warm spielen hier, finde ich. Der Einspielermodus ist gut gegangen. Ah, das Waschbrett. Ah ja, das Waschbrett, das kann ich nicht gut. Also das ist Rumpel, Rumpel. Das ist vielen kleinen, nennt man glaube ich beim Motocross Waschbrett. Bitte korrigiert mich in den Kommentaren, wenn ich da nicht recht habe. Ich bin jetzt nicht der große Motocross-Fan. Außer bei Excitebike am NES. Da schlägt mein Herz höher. Dritter. Naja, das geht noch besser. Das geht ja eindeutig noch besser. Gleich nächste Runde.
Weiter geht's. Das ist ein super Spiel. Ist ein super Spiel, aber wie gesagt, kann es mir eigentlich nur schwer erklären, weil das Gameplay ist jetzt... Okay, die Steuerung ist wirklich gut. Die Steuerung ist halt echt gut gemacht. Aber es gibt halt so keine Highscore-Liste, die einem da so vorgegeben wird. Also da hätten noch mehr rausholen können mit Platzierungen, dass man genau sieht, wo man ist. Und dass man sich mit Zeiten irgendwie besser battlen hätte können, zu zweit. Das war hier irgendwie alles nicht so integriert, wie man es machen könnte oder heute machen würde, sagen wir mal so. Also mit Highscore-Listen könnte man da einiges rausholen. Haben sie ja dann beim Remake auch gemacht. Also beim Remake haben sie das dann alles beachtet. Ah, ich habe überhitzt, ich Blödkopf. Da überholen. Eie. Und drüber. Gescheit Gas geben. Gescheit Gas geben. Über die Waschrumpel drüber. Ja, super. Jetzt hole ich auf. Jetzt hole ich gut auf. Ah, reingestürzt in den. Ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. So wird das nichts mit dem ersten Platz. Ich wollte da nicht so weit drüber. War ich so gut unterwegs und dann vergeige ich es noch zum Schluss. Erster? Ja komm. War eigentlich schlecht. Erstaunlich leicht dieses Spiel eigentlich. Okay, später, die späteren Levels werden dann schon ein bisschen schwieriger, aber... Und der eigentliche Spaß an dem Game ist ja eigentlich der Level-Editor. Den schauen wir uns dann auch noch gleich an. Ich weiß, ich würde ja gerne wissen, wie das Spiel so vom Schwierigkeitsgrad ist für Einsteiger. Weil ich kenne das Spiel ja schon relativ lang. Ja, drüber geschafft. Ah, das war zu weit. Ja, perfekt genommen. Ah, und jetzt. Blöd, 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 blöd. Ja, dieses Überhitzen, das habe ich nicht mehr so gut im Auge. Da fehlt eindeutig die Übung. Gib Gas. Jawohl. Ah ja, wieso? Ich dachte, da kann ich drüber springen. Es wird kein extra Gas mehr geben. Ah, hat mich fast erwischt. Die war eigentlich eine gute Runde. War eigentlich eine gute Runde. Bis auf das einmal überhitzen. Erster Platz. Gut gemacht, Rob. Gut gemacht. So. Ja, die machen wir auch noch. Eigentlich wollte ich deinen Editor herzeigen. Ich zeig den Editor noch her. Dranbleiben, Leute. Ich zeig den Editor fix noch her. Aber dieses Game. Oh, da muss man immer ein bisschen nach hinten drücken, um einen Wheelie zu machen. Ah, die sind schwer zu nehmen, ja. Diese Doppelhohen. Ah. Wheelie drüber. Nicht optimal genommen. Die kann man noch viel eleganter nehmen. Jawohl. Ah, je, je, je. Da hat es mich erwischt. Schnell, 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 schnell. Mehr Gas. Es gibt nur ein Gas. Vollgas. Nein. Komm schon, steig auf. Ich finde ein bisschen schwierig, dass das letzte Runde Geräusch
ähnlich wie das Überhitzungsgeräusch ist. Ja, das macht mich, das weiß nicht, das macht mich fertig. Und es könnte ruhig eine Audiowarnung geben fürs nicht fürs Überhitzen. Das hätten sie sich auch noch einfallen lassen können. Oder hat man es vielleicht absichtlich weggelassen, um das Überhitzen öfters zu machen? Ah, yeah. Zu gierig auf die Sprungschanze gewesen einfach. Ja, und gleich nochmal drüber. Ah, fast. Noch gescheit Gas geben. Ah. Ah. Überhole ihn noch. Jawohl. Und? Schon. 1,28. 9. Zu. Ja, das überhitzen wir einfach unnötig. Ja, hier könnte ich jetzt noch mehrere Tracks auswählen, aber ich schaue mir jetzt rein. Ich spiele schon wieder 10 Minuten. Furchtbar! 11 Minuten. Wie schnell können 11 Minuten vergehen, wenn ein Spiel so cool ist? Oh Mann. Ja, ich hoffe, ich bin nicht ganz alleine mit meiner Meinung, dass das so ein extrem gutes Game ist. Ich möchte mal ein Design machen, ja. Gut. Wie war denn das schon nochmal? Da konnte man... Was ist... Schauen wir mal. Na, das gefällt mir nicht. Na, es ist Fahrt. Zu Anfang war eine kleine Schanze. Eine kleine Schanze am Anfang. So, da. Ja, na, das ist zu klein. So eine. Dann ein bisschen weiterfahren. So eine zum Drüberspringen. So, dann wieder ein bisschen Platz lassen. Dann so eine langgezogene und dann gleich nachher so eine fiese, für eine fiese kleine und gleich noch so eine fiese kleine. Und was machen wir noch? Schauen wir, was kann man noch machen. Extra Speed und was haben wir hier? Na, Fahrt. Na, das machen wir als nächstes. Ja, so eins. Die sind recht schwer. Dann möchte ich gern eine gescheite Sprungschanze haben. Wo man gescheit Gas geben muss. Und danach instant den Graben. Na, nicht den da. Den auch nicht. Den nicht. Na, wo ist denn der? Den da will ich haben. Genau, noch ein Stückchen weiter und dann Ende Gelände. So. Und eine Runde, ja, eine Runde ist ausreichend. Und jetzt spielen wir das Ganze mal. Mal abspeichern, sicherheitshalber. Play. Schauen wir mal, ob es geht. Drüber, ja, geschafft. Über die Waschrumpel, ja. Rauf. Und über Weitsprung und ins Ziel. Super Level, oder? Vielleicht ein bisschen, könnte doch ein bisschen schwerer sein, aber. Und gleich mal Erster. Und das kann man natürlich im Mod B auch mit Gegnern spielen. Probieren wir auch gleich noch. Ja, jetzt nicht in den reingesprungen. Das darf man nicht. Ah, da liegen die Toten auf der Strecke. Das geht auch nicht. Okay, ja, mit Gegnern nochmal um einiges schwerer. Den Sprung über den Graben nicht ganz geschafft und sind sie. Ja. Wenn ihr Excite Bike auch so gerne mögt wie ich, dann könnt ihr mir gerne einen Kommentar da lassen. Und mir schreiben, wie ihr es hier so findet oder wie es für euch damals so war. Ich finde es einfach nur genial. Obwohl es eigentlich gameplaymäßig gar nicht so gut ist, aber tja, die Steuerung funktioniert einfach, das Spielprinzip funktioniert einfach.
einiges richtig gemacht, die Nintendo. Einiges richtig gemacht. Vor allem mit dem Level Editor damals. Mit dem hätte ich Stunden und habe ich auch Stunden verbracht. Gut, das war's schon wieder mit Excite Bike. Leider. Geht schon wieder zu Ende. 15 Minuten für dieses wunderbare Game. Wenn ihr mehr sehen wollt, gleich mal da drüben schauen. Da drüben gibt es nämlich jede Menge zum Schauen. Da unten auf den Button klicken zum Abonnieren, dann bekommt ihr jeden Tag ein neues NES-Game in euer Postfach. Und wenn ihr mir dann noch einen Daumen hoch gebt, dann freue ich mich ganz besonders. Ciao, Leute.